Und das Verstörendste an denen ist, wie das schlecht war das denn? Ah, das waren meine Füße! Als hätte es auf deiner Wunschliste gestanden. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn Tom hat heute Geburtstag und das möchten wir natürlich ausgiebig feiern. Da habe ich gestern Abend mit meiner Familie schon hier ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier die ganze Bude geschmückt und Tom weiß noch von nichts. Heute Morgen sind wir dann zu seinen Eltern gefahren. Da haben wir schon lecker gefrühstückt und jetzt sitzt er gerade noch im Auto. Ich meinte, ich brauche nämlich noch 2 Minuten, um hier ein bisschen was vorzubereiten. Und dann wird er gleich reinkommen und das hier zum ersten Mal sehen. Ich bin ganz gespannt auf seine Reaktion. Das Ganze hier soll nämlich ein richtig witziger Kindergeburtstag werden. Ich habe nämlich auch Spiele vorbereitet, dazu aber später mehr. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was Tom zu der ganzen Dekoration hier sagt und ob ihm das gefällt. Ich muss euch auf jeden Fall noch mal ein paar Videos einblenden von gestern Abend, als wir das hier alles geschmückt haben. Das war einfach sowas von witzig. Schaut euch das einfach mal an, das geht gar nicht. Ich habe so Hunde, diese Paw Patrol Hunde bestellt und die sind einfach mal XXL groß. Und das Verstörendste an denen ist, dass das hier quasi das Unterteil ist. Das sind die Beine. Das geht doch nicht. Mama hat hier schon diese Girlanden aufgehangen. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Der Hund wird so langsam. Das nächste ist halt, was ist mit diesen Pompoms passiert? Der eine ist irgendwie so groß und der andere so klein. Wow, Konrad, es ist fast fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass der so groß ist. Wie witzig. Aber ich finde, das passt hier zur Deko. Man kann den Hund jetzt richtig witzig mit den Beinen irgendwie so ineinander stecken. Das ist unser überdimensional großer Hund. Und auch das andere Stück Bein wird auch noch dran gemacht. Oh mein Gott, das ist gruselig irgendwie auch ein bisschen. Aber ist irgendwie auch witzig. Echt witzig. Und der andere Hund kommt auch noch. Und eigentlich hatte ich ja noch einen dritten gekauft. Oh mein Gott. Wie heißt der? Karl. Sky. Jetzt geht's hier aber in der Gegenwart weiter. Und zwar habe ich für Tom noch eine Feuerwehrmann-Sam-Torte besorgt, damit sein Kindergeburtstag natürlich auch perfekt ist. Jetzt packe ich die mal aus. Ich habe noch nie so eine Torte gekauft. Ich habe sonst eigentlich immer die Benjamin-Blümchen- oder die Bibi- und Tina-Torte gekauft. Aber jetzt mal die Feuerwehrmann-Sam. Und ich finde, sie sieht auch sehr schön aus. Oh Mann, wie soll das denn da alles reinpassen? 24 Kerzen. Nummer 1. Oh, jetzt ruft Tom schon an. Mir ist langweilig. Du kannst in 5 Minuten reinkommen. 5 Minuten? Ja, in 5 Minuten bin ich soweit. Bis gleich. Komm ich dann an? Ja, mache ich. Oh Mann, der Arme. Jetzt muss er auch noch so lange warten an seinem Geburtstag. Es geht nicht schlimmer. Na toll, wo mache ich denn jetzt hier noch die zweite dazwischen? Ah, jetzt ist hier kein Platz mehr. Das ist ja furchtbar. Wow, und die Geburtstagstorte ist endlich vorbereitet. Jetzt muss sie nur noch angezündet werden. Ich finde, das sieht hier sehr schön aus. Dann rufen wir ihn jetzt mal an. Hallo, kommst du rein? Endlich. Jetzt? Ja. Hallo. Stell mal erstmal die Essenssachen ab. Eine halbe Stunde gemacht. Das allererste, was passieren wird, ist folgendes. Setzen Sie diese Brille auf. Sieht schon mal gut aus. Okay, und jetzt warte. Dreh dich einmal um. Du kannst jetzt reinkommen. Happy Birthday! Wow, was ist das denn? Das hat so lange gedauert. Ich habe mir eine die Hand. Ja. Wann hast du das alles organisiert? Gestern. Du bekommst von mir heute einen Kindergeburtstag geschenkt. Ein Kindergeburtstag? Ein Kindergeburtstag. Sind das 24 Kerzen? Ja. Okay, jetzt muss ich mir was wünschen. Und 1, 2, 3. Da wäre mir fast die Luft. Wow. So, dann, es geht weiter. Bin ich das hier in der Mitte, der Feuerwehrmann? Ja, das bist du. Okay. Schau mal. Hier, du darfst ja wieder wegnehmen. Schau mal, das sieht so richtig witzig aus. Warte. Ich weiß, hätte man so einen Mund. Okay, so viel dazu. Bist du ein glückliches Geburtstagskind? Man weiß es nicht. Es geht weiter, ganz kurz. Nein, ich will das behalten. Nein. Du nervst damit halt. Es reicht. Das war schon mal eine schlechte Investition. Diese komischen Hunde. Das sind jetzt unsere neuen Haustiere, oder? Das sind unsere neuen Haustiere. Ich dachte, das sind so kleine Ballons. Ich wusste nicht, dass das so riesengroße sind. Und ich habe davon 3 Stück. Schau mal, da hinten ist auch nur eins. Nee, das habe ich schon gestern Abend gemacht. Oh. Hä? Oh. Ja,
Ja, die Beine sind so zum Stecken. Richtig witzig. Das ist meine Lieblingsfigur von Paw Patrol. Und das bist du. Das bin ich. Leute, habt ihr schon dieses Geschenkpapier gesehen? Das ist so witzig. Das ist einfach Tom. Das haben wir wiedergefunden. Das hat Hella irgendwann vor 2 Jahren mal gemacht und stand die ganze Zeit bei uns in der Ecke rum. Das ist einfach Tom mit einem Partyhut. Wie witzig ist das? Dann habe ich hier noch ein Geschenk für dich. Oder willst du es erst später auspacken? Nee, jetzt. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh mein Gott! Ein ferngesteuertes Auto! Was ist? Nochmal! Ein ferngesteuertes Auto! Ich kann nicht mehr, wirklich. Bin beeindruckt. Jetzt muss ich das auch ausprobieren. Aber sollen hier jetzt so meine Gäste heute ankommen? Ja. Zu dieser Kinderparty? Ja. Okay, jetzt brauche ich Batterien und einen Schraubenzieher. Hoffentlich passen die. Nee, die passen nicht. Hm. Also das Beste am Geburtstag ist, dass man da so viel Süßigkeiten essen darf. Wie man möchte, ne? Mhm. Ist wirklich cool. Geburtstag als Kind war immer noch viel, viel cooler als Erwachsene. Ich erinnere mich gerade an früher. Da hat man dann auch Geschenke bekommen und dann hat man den ganzen Tag damit gespielt. Ja, oder so Playmobil-Häuser oder so. Ja. Und dann hat man den ganzen Tag das einfach nur aufgebaut. Ja, hier kommen die großen Batterien rein. Aber wie ihr seht, kann man auch als Erwachsener noch ein Kind sein. Und die Zeit genießen. Dann schauen wir mal, ob es angeht. Bling! Woo! Und jetzt fahr mal eine Runde. Oh mein Gott! Was habe ich uns da nur eingebrockt? Oh, Tom! Ey, die Beine von ihm sind weg! Und von ihm auch! Ja, ich mache hier einfach irgendwas, der ist so schnell. Oh Gott. Oh, und gefällt dir das? Ja. Ey! Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Ist halt so schnell. Speedy Gonzales, wirklich. Ja, das können wir ja als Partyspiel gleich spielen, wenn die Gäste kommen. Tom, du musst ein bisschen aufpassen. Aber du zerstörst halt die ganzen Luftballons. Oh. Okay, Tom hat jetzt noch so eine halbe Stunde seinen Spaß. Au, Mann, das tut voll weh. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Geschenk war. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Hast du genügend gespielt? Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu deinem richtigen Geschenk. Ich krieg noch ein richtiges Geschenk? Ja, es befindet sich auch schon in diesem Raum. Hallo! Oh. Das ist das richtige Geschenk für Tom. Guck mal, ob er hier hochfahren kann. Warte, ich baue eine Rampe. Oh, Tom, das fliegt halt dahinter. Oder ins Bild. Vielleicht klappt das. Schauen wir mal. So, auf die Plätze. Fertig. Und los. Oh, falsche Richtung. Wie schlecht war das denn? Wir standen halt falsch rum. Okay, auf die Plätze. Fertig, los. Oh, er macht da ganz viele Loopings. So, die Fernbedienung muss weggenommen werden. So, jetzt hör mir zu. Okay. Weil du ja am liebsten selbstgemachte Geschenke magst, bekommst du von mir etwas, was hier schon in diesem Raum ist. Und was ich selber gemalt habe, den Lion. Den Lion. Noch ein Bild. Ich habe schon 3 Bilder von der Lion. Das hier gehört mir. Ja. Der Löwe gehört mir und oben ist auch noch ein Bild, was mir gehört. Seit 3 Jahren habe ich jedes Jahr ein Bild zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen. Meistens eher zu Weihnachten, weil zum Geburtstag noch nicht fertig war. Aber dieses zu Weihnachten Mal bekommst du vielleicht noch ein Bild. Oha. Ich habe mir nämlich Leinwände gekauft, aber ich habe es nicht mehr geschafft, noch was zu malen. Was machst du da? Während ich hier mit meinem Auto spiele, hat Hella einfach mit den Fingern in diese Torte gelangt. Boah, erst habe ich nur so ein kleines Stückchen genommen, aber die schmeckt ja so lecker. Mmh. Du spinnst ja wohl. 2 Stunden später. Aber hat sie süß gemacht? Wer hat was süß gemacht? Na? Ja. Sind die Gäste schon da? Ja. Und was sagt ihr zu dieser tollen Deko hier? Sehr, sehr schön. Ja, hallo. Das Geburtstagskind ist da. Hä? Achso, nee, ich bin das nicht. Du bist das Geburtstagskind. Ja. Herr Stein, Glückwunsch, mein Lieber. Dankeschön. Was? Wo bin ich denn hier gelandet? Hammer. Toll, oder? Tom, ich wusste gar nicht, dass du den Geburtstag feiern. Ich habe hier eben noch bei Ikea Hotdogs gekauft, damit wir auch was zu essen haben. Mm. Veggie Hotdogs für Hella und normale Bockwürstchen. Die sind halt auch alle da nur für mich, ne? Ja. Das Buffet ist eröffnet, Kinder. Was Tom, holen Sie sich jetzt? Naja, das Ding ist, Tom sagt, das Buffet ist eröffnet und ich stehe einfach alleine am Buffet.
Ich los! Leiste die Gesellschaft. Was möchtest du essen? Ein Veggie-Hotdog oder ein normales Hotdog? Die Veggie-Hotdogs sind ja alle für Heller. Da möchte ich dir jetzt nichts weg essen. Die sind sehr lecker, muss ich sagen. Also ich esse jetzt immer Veggie-Hotdogs. Dann esse ich beides. Ja. Schau mal, was wird. Was wird? Mathis, du hast doch deinen Teller vergessen. Ist so. Du kannst doch nicht einen Erwachsenen-Teller nehmen. Wir sind hier beim Kindergeburtstag. Hier ist ein ganzer Stapel Teller. Wie alt bist du nochmal? Ja, das ist für die Erwachsenen. Es bleibt immer ein Stück Kind in uns. Ja. Okay. Ich mach's für dich auch. Du machst das auf, okay. Ja, jetzt seid ihr alle da, ne? Ja. Wo ihr seht, wie ich hier sowas kredenze. Jetzt geht's los. Ich mach das mit Liebe. Und langsam. Ich mach das mit der Hand. Beeilung, die anderen Gäste warten hier schon. Isst du eigentlich hier irgendwie Röstzwiebel mit Hotdog oder Hotdog mit Röstzwiebel? Ach komm, Kinders. Kinders. Ist auch ein bisschen makaber, ne? Hotdog und dann so eine Hundefahrt. Das geht gar nicht. Hast du schon ein Geschenk, was du auspacken möchtest? Ich habe eine Karte bekommen. Happy Birthday. Oh, Gea-Gutschein. Hast du schon einen bekommen, oder was? Nein, tatsächlich nicht. Alles Liebe zum Geburtstag wünschen dir Antonia, Patrick, Michelle und André, René. Tom, soll ich da was schenken? Ja, wenn du was hast, gerne. Ja, setz dich mal. Hey, guck mal, ich habe auch schon so eine Torte hier bekommen. Das ist die Tom-Stein-Torte. Nee, das ist Benjamin Blümchen-Torte. Nein, das ist die Tom-Stein-Torte. Weil da kleine Steine drauf sind? Ja. Also, ich möchte dir das was schenken. Ich wusste natürlich nicht, dass das hier so ein großer Geburtstag wird. Ja. Und ich bin halt ein Mensch, der achtet sehr auf die Umwelt. Okay. Deswegen habe ich es nicht verpackt. Ach so, gute Ausrede, ja. Sehr schön. Deswegen ist der auch nicht von einem Pappteller, sondern von so einem Waschbarenteller. Und da ich weiß, dass du ein Riesenfan von Hotdogs bist. Ja. Von Ikea, sonst hättest du die ja nicht gekauft. Da muss ich mal in meine Reisetasche gucken kurz. Guck mal, da ist eine Ente drauf. Da ist ein Vogel. Fisch. Schenke ich dir auch einen Gutschein für Ikea. Als hätte es auf deiner Wunschliste gestanden. Komisch. Aber ich finde, das ist schön eingepackt. Ja, ne? Ja. Habe ich mir ganz viel Liebe gemacht. Ja. Ich habe was richtig Cooles vorbereitet. Ja, los. Und zwar ein Spiel, was man so kennt aus der Kindheit. Für dich, Tom. Flaschendrehen. Es ist Topfschlagen. Das war erraten von mir. Als allererstes kommt die Augenbinde. So. Und jetzt dreht man dich 100 Mal. Ist auch gar nicht gefährlich hier mit dem Tisch und alles, was hier im Weg steht. So. Und jetzt, wer dreht ihn weiter? Irgendjemand muss ihn weiter drehen. Ich muss filmen. Ich nehme mich einfach selber weiter, Alter. Hat man nicht gehört, wo der Kopf ist. Okay, dann let's go. Du musst auf den Boden knien, klettern, ja, nee, krabbeln, so nennt man das. Sprachen lernen, Bubble. Er findet den Weg ja schon direkt. Ja, wenn du die ganze Zeit da redest, wo der Topf ist, ist das ja auch kein Wunder. Warm. Kalt. Kälter. Kälter. Eins, kalt. 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 Was hast du noch unten? Hat sie irgendwie wieder hochgenommen? Ja, warm. Das waren meine Füße! Ich hab ihn! Nein, nein, nein! Ich hab ihn! Boah, das waren meine Zehen! Ich hab das Gefühl, ihr nehmt ihn hoch. Das Spiel heißt hier nicht Mattes schlagen, sondern Topf schlagen. Nee, ist der falsche Topf. Das ist eine Vase. Ey, Leute, ihr habt den weggenommen. Du weißt doch gar nicht, wo der ist. Heiß, heiß. Kälter. Oh, heiß, 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 heiß. Stimmung! Oh, und was hast du bekommen? Ein E. Elefant? Was könnte da stehen? Esel! Esel! Hella schenkt Tom einen Esel. Elsa. Elsa. Wir machen mit dem nächsten Spiel weiter und vielleicht wirst du es irgendwann erraten. Als nächstes müssen wir erstmal eine Reihenfolge festlegen. Wer ist als Erster dran? Wer ist als Letzter dran? Nicht so motiviert, Leute. 3, 4, 5. Spielst du mit? Ich mach nicht mit, weil ich kenne die Begriffe ja. Nummer 1. Du ziehst jetzt einen Zettel von denen hier, die ich vorbereitet habe. Merkst dir das und flüstert das Nummer 2 ins Ohr und so weiter. Und dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Stille Post, nimm mal das. Nicht mal alles vorsagen. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen erfahrener. Ich bin gelernter Kindergärtner. Eichhörnchen. Ist wirklich so. Ach, du darfst das doch nicht laut vorsagen. Oh, er ist so dämlich, wirklich. Und er sagt auch Stille.
allen Dingen, das habe ich noch nicht mal aufgeschrieben, oder? Eichhörnchen. Ich habe euch alle veräppelt. Da stand nämlich nicht Eichhörnchenfalle, sondern... Das ist okay. So, Michelle. Und die anderen reden einfach weiter. Pascal muss es dann gleich laut rausrufen. Streichholzschächtelchen. Richtig! Ja? Hier steht Streichholzschächtelchen. Okay, dann würde ich sagen, geht's weiter mit Michelle. Okay, und jetzt machen alle nochmal richtig Trubel, damit man nichts hört, weil Michelle schreit immer so laut. Also das ist ja wirklich so laut. Nacktschmecken-Rennstrecke, aber sagt's nicht weiter. Okay. Wer hat sich die... wir haben nur noch zwei. Drei. So, Antonia, du bist dran, sorry. Hast du nicht mit so vielen Gästen gerechnet, ne? Michelle, hast du da reingeschaut? Bitte? Nein. Okay, nein. Das kann sich auch kein Mensch merken, wenn er da reinschaut. Das muss ich ablesen. Weil ich weiter sagen. Toll. Okay, das ist doch das Haus. Das darfst du aber nicht. Ich kann das ja auch nicht machen. So, Mathis. Nee. Matthias Röcki. Let's go. Ich krieg nicht wieder hin. Ja, dann muss er halt was anderes sagen. Das, was du verstanden hast. Irgendwas mit irgendwann. Das war ja was ganz anderes. Was war's? Also es war nicht so anspruchsvoll eigentlich. Doch. Irgendwas mit Teigwaren. Ja, ja. Das Teigwaren heißen Teigwaren, weil Teigwaren Teigwaren. Irgendwas ist irgendwann ist angekommen. Ich kann weitergeben. Irgendwas mit Teigwaren. Da habe ich auch weitergegeben. So. Mathis, jetzt bist du dran. Ich habe ganz normale Begriffe genommen. Mathis, du flüsterst so laut. Ja. Also das ist ja noch schlimmer. Meerschweinchen-Waschautomat. Ja. Stimmung. Okay. Ja, ist so. Lamm, Schlacht, Schmuddel, Schuh. Wow! Damit habt ihr die Aufgabe erfolgreich beendet und habt euch dieses Tee verdient. Okay, weiter geht's. Nächstes Spiel. Das ist relativ einfach und zwar habe ich einen Buchstaben hier in diesem Raum versteckt. Oh. Den müsst ihr jetzt finden. Hey. Das war ja einfach. Sehr schön. Weiter geht's. Für das nächste Spiel brauchen wir diese Becher. Und zwar machen wir Dosenwerfen mit diesen Bechern. Mit einem Tischtennisball. Was ist das hier? Ja, da sind doch noch zwei. Dann müssen die alle vom Tisch, oder? Ja, alle müssen vom Tisch. Ich wähle einen Joker. Ich nehme einmal Mathis. Okay. Hey! Okay. So funktioniert das Spiel nicht. Das war nicht der Joker. Aber egal, wir haben es geschafft, das war der Joker. Ich bin der Joker. Ich bin ganz gespannt auf den nächsten Buchstaben. E, T, T und? O. Otto? Otto, Otte. Nee, ich dachte vielleicht rückwärts, weißt du? Sie uns extra veräppelt. Also, es geht jetzt weiter mit dem allerletzten Spiel von diesem Tag. Spannung! Hella, was hast du da hinter der Tür? Es gibt eine Sache auf der Welt, die du liebst. Ja. Die du lieber machst als alles andere. Angeln. Ja. Damit hat nämlich auch das nächste Spiel zu tun. Ich habe mich Angeln gebastelt. Was? Okay. Und jetzt darf jeder sich eine selbstgebastelte Angel von mir aussuchen. Diese Fische verteile ich jetzt auf dem Boden. Und wer als erster die meisten Fische aufgesammelt angelt, hat, der hat gewonnen. Kriegt man einen Pluspunkt, wenn man den Hai fängt? Nein. Oder der Matthias Fischbrüll. Kein ja. Matthias dabei. Ich fange jetzt nicht so mein Spiel, aber... Aufgewinnen! Okay. Auf die Plätze, fertig, go! Michelle hat schon einen. Antonia auch. Die Profi-Angler sind doch die Frauen. Michelle hat nämlich schon den zweiten. Tom hat auch schon einen. Und Antonia. Matthias hat eine Schildkröte. Ich hab den Hai. Tom hat den Hai. Michelle hat auch schon wieder den nächsten. Mathis, also das war ein bisschen geschummelt. So, ich habe vier Fische. Fische habe ich nur einen. Zeig mal. Eins, zwei. Das ist eine Schildkröte. Warte mal, hier war noch einer. Michelle hat drei Schildkröten. Oh, sie hat sogar fünf. Da. Oh no. Okay, Michelle also, hat gewonnen. Eins. Ich habe auch fünf. Aber Michelle hat eine Schildkröte. Die zählt doppelt.
Nein. So, und jetzt schaut mal auf die Rückseiten, denn da drunter ist der letzte Buchstabe versteckt. Ich hab ihn. Es ist ein R. So, und jetzt müsst ihr aus den Otter, ganzen Buchstaben... Otter. Nein! Otter. Was waren denn nochmal? Jetzt müsst ihr aus den ganzen Buchstaben ein Wort finden. I-T-T-O? Oder was? Naja. Es ist nicht die Reihenfolge. Lass uns die Köpfe zusammenstecken. Krisensitzung. Bist du sicher, ob Hella alle Buchstaben dabei hat? Ja, habe ich. Es ist so einfach, Leute. Es ist so easy. Schreibt dir sonst noch mal die Buchstaben auf oder mit so. Mit welchem Buchstaben fängt es an? Rettet? Nein, das ist so einfach. Rettet? Nein. Ist es ein Name? Ja. O-T-T-E-R. Welches? Nicht Otter. Das sein könnte. Schreib das mal auf. Etor. Otter. Die T ist vielleicht nicht zusammen. Warte. Torte! Ja, Mann, Torte! Das ist nicht euer Ernst! Es war einfach Torte! Denn jetzt dürft ihr Torte essen! Wow! Diese Torte hat Antonia, oder diesen Rotter, nein, Spaß, diese Torte hat Antonia mitgebracht. Warum ist sie überhaupt mit diesem Holzlöffel? Ich muss sagen, ich habe von meinem Geburtstag nichts erwartet und habe alles bekommen. Es war, warum lachst du? Du hast eine Torte bekommen. Ich fand's toll. Also, danke fürs Zuschauen, danke für die ganzen Glückwünsche von euch allen. Ja, danke, dass ihr alle hier wart, für die ganzen Geschenke, für das Vorbereiten, liebe Hella. Wirklich, du bist die beste Freundin, die ich mir vorstellen könnte. Dankeschön, danke. Für diese tolle Party. Ich würde sagen, auf ein tolles weiteres Jahr, 2000. Es ist nicht Ende, es ist nicht Ende des Jahres. Also sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Gesund bleiben. Tschüss.